Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass Musik ein sehr wichtiges Thema im Leben ist. Weil Musik macht glücklich, Musik macht traurig. Oder Musik macht doch einfach gar nichts mit dir. Es gibt so tolle Künstler, zum Beispiel die Lochis, die beiden Löcher. Oder den Ed Sheeran mit seinen, keine Ahnung, was sind Haare oder so. Auf jeden Fall ist Musik einfach ein sehr wichtiger Ursprung der Menschheit. Musik gibt es schon so lange. Auch schon damals mein Ur-Urgroßvater, Dr. Kevin Steinbock, sagte mir schon immer: Kevin, mach Musik. Und ich wusste, ich werde Sänger. Erst brauchen wir natürlich unseren passenden Beat. Monkey. Okay, nachdem wir jetzt unseren Beat gefunden haben, okay, werden wir jetzt anfangen, etwas Schönes aufzusingen. Hey, du bist ein Lappen, hey. Hey, hallo, Baby. Okay, scheiß drauf, Alter, war es dann auch schon. Also, Digga, was war das denn hier? Keine Ahnung. Aber was ich auch gesehen habt, das ist ganz cringe. Kennt ihr Schlager? Digga, wisst ihr, was das ist, Alter? Das ist so Musik für irgendwelche 60-Jährigen. Da kommt dann irgend so ein 50-Jähriger, der sich fühlt, als wäre 23 und nennt sich dann irgendwie Harry Schönling, Alter. Und der sieht schon aus, Alter, wie so ein Zombie von The Walking Dead. Und dann singt er hier: Du hast mich verlassen und irgend so eine Pisse. Also, ich habe keine Ahnung, Mensch. Alter, wie bekomme ich sowas nicht? Auf jeden Fall läuft alles auf denselben Punkt hinaus. Es gibt Musik, die scheiße ist, es gibt aber auch Musik, die gut ist, okay? Und Musik, die scheiße ist, das ist Deutschrap, das ist die größte Drecksscheiße. Also, keine Ahnung, die reden über irgendwelche AKs und so einen Müll. Und die leben die Scheiße gar nicht. Deswegen höre ich nur Ami-Rap an. Weil, keine Ahnung, Eazy-E und sowas, das ist schon geil. Das ist echte Musik, du. Ich bin schon so ein 8er. Ja, das ist echte Musik, du. Den Elvis, den Mozart, das ist echte Musik. Also, wie gesagt, hört euch einfach Musik für euch an, okay? Aber bitte, fuck keinen damit ab, Alter. Und keine Ahnung. Genießt das Leben einfach, okay? Ich werde jetzt schön in meine bunte Stube gehen. Ich werde mir jetzt schön meinen Crack anzünden. Und dann, ja. Dann sehen wir uns halt wieder, meine süßen Mäuschen. Und jeder, der dem Video einen Daumen nach oben gibt, der kriegt das hier, das ist Küchenrolle. Ja. Yeah.